Hallo, du interessierst dich gerade für die Fujifilm X-T5, die erst vor kurzem rausgekommen ist. Dann bist du genau richtig hier. Die Fuji X-T5 ist aus der berühmten X-T-Reihe. Da gab es ja schon sehr, sehr viele tolle Kameras, zum Beispiel auch die X-T4 oder X-T3. Und ja, das ist eine APS-C-Kamera mit sag und schreibe 40 Megapixeln, also wirklich ein kleines Biest. Vom Design her ist sie auch immer noch genauso wie halt die anderen XT-Modelle. Viele Rädchen, wo man viel einstellen kann. Vielleicht ein bisschen zu viele Rädchen, vielleicht für viele Leute. Also muss man sich auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Also ich mag ja auch eigentlich eher so minimalistischere Kameras. Aber wenn man hier sich so mal ein bisschen reingefuchst hat und weiß, was man da überall alles einstellen kann mit diesen vielen Knöpfchen und Rädchen und allem drum und dran, dass man dann auch hier unten quasi so mehrere Rädchen übereinander hat. Ich hoffe, ihr seht das gerade. Wenn man das alles weiß, dann ist das auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Mit dem Design, aber halt wirklich, das ist ja auch absolute Geschmackssache, was mir auch gefällt. Man hat viele Anschlussmöglichkeiten. Jetzt sag ich mal. Das ist halt Remote, Mikrofon. Hier unten ist dann das USB-Kabel zum Laden und das HDMI-Kabel. Auf der anderen Seite haben wir halt den doppelten SD-Karten-Slot und unten halt ein großes Akkufach. Genau. Dann zu den Features. Eigentlich ist sie ziemlich cool, auch um zu filmen, denn die kann halt bis zu 6,2K filmen. Allerdings würde ich halt jedem eigentlich empfehlen, der damit eigentlich filmen möchte, sich vielleicht doch lieber die X-H2 oder die X-H2S zu holen von Fujifilm. Denn die haben halt einfach noch bessere Features zum Filmen. Das hier ist eher so ein Allround-Model für die, die einfach so ein bisschen von allem haben wollen, die halt gute Fotos machen wollen, aber hier und da vielleicht auch mal ein bisschen was filmen möchten. Dafür auf jeden Fall sehr gut geeignet. Wir haben hier einen Autofokus, der auch ziemlich gut gearbeitet hat mit 425 Punkten. Und der Such hat mir auch sehr gut gefallen. Display kann man leider nur so klappen, wie ihr das sehen könnt. Also kann man leider nicht zur Seite schwenken oder nach oben klappen. Ja, also wenn man es braucht oder nicht. Zum Filmen auf jeden Fall fände ich es eigentlich cool, wenn man den noch zur Seite ausklappen könnte. Dann wäre das eigentlich eine ziemlich coole Vlogging-Kamera. Aber ja, so ist es halt dann einfach so gelöst, dass man das so machen kann. Genau. Insgesamt, ja, das Menü hat mir eigentlich schon immer ziemlich gut gefallen bei Fujifilm. Sehr ordentlich und aufgeräumt. Und die meisten Sachen, also eigentlich muss man ja fast gar nicht ins Menü, weil man ja hier oben mit diesen 1000 Rädchen eigentlich alles einstellen kann. Also ja, auf jeden Fall muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, wenn man keinen Fujifilm kannte zuvor, aber insgesamt eine sehr, sehr solide und gute Kamera. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der halt wirklich so ein bisschen was von allem haben möchte. Jetzt, ja, schade aber auch, dass es halt kein Vollformat ist, aber für eine APS-C-Kamera eine echt tolle Sache. Genau, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen mit dieser Vorstellung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.